Also mein Name ist Holger Banzhaf. Wir sind hier in Haldefinger, das ist bei der Gemeinde Gerstetter. Und wir haben hier jetzt das Bundesleistungshüter und haben hier 12 Starter von 12 Bundesländern, die hier heute hier den Parcours durchziehen. Und wir hoffen, dass alle gut drüber kommen. Wir sind insgesamt, haben wir 12 Starter hier von 12 Bundesländern. Und jeder versucht natürlich hier den Titel zu erringen. Und durch die Herde, jetzt durch den Parcours geführt wird, wird es normal bei jedem Durchgang besser, weil man kennt die Herde schon den Weg. Aber das Zusammenspiel zwischen Herde, Hund und Hüter muss halt funktionieren. Das ist das Ausschlaggebende. Also wir haben hier, wie gesagt, einen Parcours. Das beginnt mit einem Auspfeifen. Da ist eine Öffnung von ca. 4 Metern. Da müssen die Schafe durch das Gatter durch. Da ist an jedem Anfang oder Ende steht ein Hund, damit der Zaun nicht umgesprungen wird. Und da müssen die Schafe raus. Die Hunde müssen stehen bleiben, bis zum letzten Schaf draußen ist. Dann geht sie über den Weg. Das nennt sich der Engweg. Da müssen die Schafe dann auf dem Weg bleiben. Die dürfen nicht drüber hinaus. In das enge Gehüt. Enges Gehüt sagt schon, es ist also ein schmales Gehüt. Und da sind dann gewisse Grenzen. Die dürfen die Schafe nicht überschreiten. Und das müssen die Hunde dafür sorgen, dass die Schafe dann in dem Gehüt bleiben. Dann geht es wieder über den Engweg. Hier hoch in die zur Brücke. Da geht die Brücke im rechten Winkel in das Weidegehüt. Weidegehüt, da sollen die Schafe möglichst ruhig fressen. Der Hund soll an die Außengrenze laufen. Hier wird auch der Beihund, die wo mit zwei Hunden hütet, angeleint, um zum Testen, ob der Haupthund auch wirklich selbstständig läuft. Und dann gibt es dann im Weidegehüt noch die Stelle. Das heißt, der muss ja wieder aus der Weidegehüt raus. Da muss er den Hund dann so auf die Herde zulaufen lassen, dass mindestens so 35% der Herde kippt. Das war eigentlich die Aufgabe da im Weidegehüt. Dann geht es raus ins Weidegehüt und kommt wieder an den Weg. Da kommt dann ein Verkehrshindernis, da fährt jemand mit dem Auto. Da muss der Hund so viel Platz machen, dass das Auto vorbeifahren kann, ohne dass er bremsen muss quasi. Und der Hund muss zwischen Auto und Herde durchqueren, also laufen. Dann geht es wieder zurück in den Pfeuch. Da werden wieder die Hunde aufgestellt. Und durch die Öffnung, wo er jetzt beim Auspfeifen aufgemacht hat, geht es dann durch, bis alle Schafe drin sind. Und dann wird der Pfeuch zugemacht und das ist eigentlich der ganze Parcours.